Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir hier, ja, das Forschungslabor ein wenig gesäubert mit ein paar unserer Freunden hier. Wir haben Marshall getroffen. Ja, die haben uns gleich sozusagen gesagt, ja, musst ja alles niederballern, ne? Dann da machen wir erst was. Natürlich. Und wer kann das wieder alles erledigen? Wir. Naja. Wir haben ja hier ziemlich alles niedergeshootet, was nur ging. Das Ritual Office. Okay, da müsste ich. Obwohl, ich will fast. Will ich fast mal machen. Komm. Das Ritual Office. Hinter Dr. Darlings HRV-Labor. Was haben wir denn da? Sieht ja eigentlich fast normal aus, aber was ist schon normal in diesem Game? Vielen Dank. Carla, Akte empfangen. Vielen Dank für die Akte. Sie war sehr hilfreich. Ich habe sie mit der Schwarzsteinforschung erneut archiviert, falls sie wieder darauf zugreifen müssen. Ja, die Videoaufnahmen sind immer interessant. Ich erwarte allerdings, dass in Zukunft meine Verfügbarkeit dafür abnimmt, da meine Analyse dieser neu entdeckten Schwarzstein-Varianten gerade einen kritischen Punkt erreicht hat. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch daran teilnehmen kann. Darling scheint in letzter Zeit unter einer Menge Druck zu stehen und ich bin mir sicher, dass er jede Art von Unterstützung zu schätzen wüsste, die sie bieten könnten. Bezüglich der von Ihnen gelieferten Analyse habe ich keine Fragen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Gruß, Forschungsspezialistin Dr. Carla Baug. Baug. Was auch immer. Was sind das alles für Namen? Naja, egal. Ja, die Pflanzen sind echt immer nice. So eine hatte ich als Kind auch. Also jedenfalls meine Eltern. Hier Windsand. Ah, okay. Ah, das Ritual Office. Okay, das ist nur sowas. War schon aufzeichnen. Rituale. Zangstörung, Horten, Angststörung. Während einer bestimmten Manifestierung dieser Konditionen einfach ein Symptom geistiger Krankheiten darstellen. Führen die Personen manchmal einfach was auch immer genannte Rituale durch. Okay. Die was auch immer der Rituale kann unterschiedlich ausfallen. Numerologie, Traumlogik, Verlust, verbale Formen, repetitive Handlungen und kausale Verknüpfungen sind nur einige der Verfahren. Einige dieser Rituale sind konsistent, wie das dreimalige Ziehen des Zugschalters, um das Motel zu betreten. Andere wiederum sind nicht stringent. Die meisten Menschen führen jeden Tag kleine Rituale durch, aber ein Großteil versteht nicht, welche Bedeutung hinter ihren Handlungen liegt. Katastrophenvermeidung, Anhäufen von Glück oder einfach verlorener Schlüssel zu finden, sind die Ergebnisse täglicher Rituale. Personen, die einen tieferen Sinn hinter diesen zwanghaften Handlungen erkennen, sind auch der paranatürlichen Welt von Natur aus bewusst und sollten, wenn sie gefunden werden, für eine Beschäftigung in der Behörde in Betracht gezogen werden. Vollständiger Bericht in Akte, was auch immer. Okay, so werden sozusagen die Menschen ausgewählt für die Behörde. Ja, ist ja nicht uninteressant. Ja gut. Das war sozusagen ein kleiner Ausflug, ne? Da kann ich dann jetzt eigentlich geradeaus weitergehen. Weil hier gibt es sonst nichts. Ja, die waren hier ganz oben, genau.
Protective Studies. Darlings HVO. Ich weiß nicht, dieser Darling ist mir ein wenig suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was weiß ich schon. Der ist mir ein wenig suspekt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von den Typen halten soll. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE, Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize in das Objekt einzubringen. Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Keine Reaktion. Als nächstes Wärmeeinbringung mit einem Bunsenbrenner. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Reihe von Lösungen mit verschiedenen Werten auf der pH-Skala von 0 bis 14. Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Okay, das ist die Ente, die Gummiente, ne? Hahaha. Ich bin so ein Idiot. Also ganz ehrlich. Kann man nicht drauf kommen, dass es Gummiente ist. Okay. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. Sehr komisch aus dem ewig langen Gang, ne? Was auch immer. Es ist richtig dunkel hier. Okay. Ich wusste, hier ist ja irgendwas. Ja, nicht nur einen Raum für nichts gemacht haben. Oh gut, ne? Ach Gott, ich brauche wirklich ein Muster hier. Muss das Muster nicht einfach irgendwo drin sein? Warte mal, wenn ich es hier. Okay, habe ich ja eigentlich schon alles hier. Gut.
Okay. Es hat irgendwie funktioniert. ARV-Labor. Du hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? Wir, die HRV-Maschinen, werden dann wieder alle normal? Das ist die Frage. Die Frage, die ich mir hier stelle. Ja. Da gibt es sogar noch was. Die Schwarzsteinprismen, okay. Zusammenfassung. Schwarzsteinprismen sind einzigartige Schwarzsteinformationen, die sich in Form und Stärke unterscheiden. Während die Dichte von Schwarzsteinen paranatürliche Kräfte eindämmt, erhält die einzigartige was auch immer Struktur von Prismenfrequenzen im Bereich von was auch immer bis was auch immer Herz mit perfekter was auch immer Harmonisierung. Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse eines Versuchs, bei dem ein was auch immer durch ein harmonisiertes Prisma auf ein was auch immer fokussiert wurde. Die Methoden, mit denen nicht physische Felder auf was auch immer geprägt und diese mit den Eigenschaften der harmonisierten Resonanz, was auch immer, im Prisma versehen werden können, werden erforscht und erklärt. Vollständiger Bericht in Akte. So und so. Ah, ich liebe es immer. Immer typisch Behörden. Alles geschwärzt. Einfach nur typisch. Wieso kann man sozusagen nicht einfach bei der Wahrheit bleiben und fertig ist die Sache? Aber nein. Man muss ja immer alles schwärzen. Ist gleich wie ganz, ganz wichtige Verträge, die zu 90% geschwärzt sind, sodass, wenn sie auch sozusagen freigegeben sind, man sowieso 90% nicht lesen kann. Also sowieso eigentlich den ganzen Zusammenhang gar nicht wahrnehmen kann. Ja, oder irgendwie verstehen kann. Das ist ja wirklich... Aber ja. Legen wir los. Das ist anscheinend so ein Prism. Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HRV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Lochkarten nicht. Hier noch eine Lochkarte. Wir müssen also alle Lochkarten finden. Ja, und eine Lochkarte wird wahrscheinlich irgendwo oben sein. In sein Labor. Okay, hätte ich mir sparen können, dass ich da vorher raufgehe. Ja.
Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. Ja, gut. Ja, ich. Die Zeichnungen auf den Whiteboards könnten wichtig sein. Das ist 2 sozusagen das hier. 3 nur. Das hier. Dann ist Nummer 4. Nummer 5. Also. Er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. Dann habe ich hier das Falsche drin, sondern müsste das andere benutzen. Sieht das aus? Genau so. Das wäre das hier. Das Terminal Nummer 4, okay. Dann ist 1 das hier. Was bedeuten die Symbole? Ja. Und dann Nummer 5 das hier. Hört sich nicht so falsch an, wie ich mal behaupte. Ich versuch's einfach mal. Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Ich mit Marshall. Ich sehe mich mal um. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut, ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet.
und unser Überleben zu wahren. Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Krass. Danke, danke. Ey, nicht schlecht. So. Da ich ja anscheinend jetzt ja Berechtigungsstufe 4 habe, müsste ich mich ja echt umsehen. Kannst du was hören? Doch vergiss. Das passiert jetzt immer öfter. Berechtigungsstufe Nummer 4. Okay. Gut. Sieht ja wieder wunderbar hier aus. Ah, Dr. Darings Office waren wir ja schon. Und das andere ist das Labyrinth, wo ich nicht weitergekommen bin. Weiß nicht, gab es hier überhaupt eine Tür, die ich nicht öffnen konnte? Sonst gab es hier eigentlich ja nicht so viel zu entdecken. Nicht darauf gekommen. Obwohl wahrscheinlich so irgendwie und dann. Ja, genau so müsste ich es eigentlich tun. Ist wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Komm schon. Hey, das war jetzt nicht so erfolgreich, obwohl. Hier vielleicht. Okay. Vielleicht ein wenig andersrum. Ach, komm schon. Ich hätte was geschafft. Ach,
komm schon, dass sie wirklich hängen bleibt, Mann. Obwohl, das muss ich doch ausgehen. Das war jetzt natürlich besonders kacke. Ich spring immer zu wenig weit. Okay. Das muss ja klappen, ja. Gut. Wunderbar. Sonst haben wir doch alles. Den Scheiter habe ich mir bestimmt angesehen. Ja. Sonst war hier nichts weiter. Ja, gut. Ah, wirklich jetzt? Den übernehme ich mal. Ganz nice. Gut. Sie ist auch nicht so toll aus, Junge. Jetzt ist er einfach gestorben. Aber okay. Hier oben. Sonst noch irgendetwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Ja, dann würde ich einfach mal. Ja, da einige Missionen. Ja gut, ich muss jetzt sowieso. Den Wartungssektor. Ist das nicht dort, wo der Hausmeister ist? Wenn ja, auf den freue ich mich. Der ist cool. Obwohl, er ist mir ein bisschen suspekt. Marshall weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HAV. Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Kannst du ihn schützen? So wie mich? So. Forschung und Aufzeichnung. Das älteste Haus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauchen ohne Warnung auf. Was der Grenzbereich birgt, können wir erst beantworten, nachdem er sich manifestiert hat. Die allgemein akzeptierte Theorie besagt, dass die Grenzbereiche Dimensionen sind, die auf einer was auch immer Frequenz anders als unsere vibrieren. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen,
manifestiert sich der Grenzbereich im ältesten Haus. Das heißt, was auch immer funktioniert. Andere Theorien besagen, dass Grenzbereiche Paralleluniversen sind oder möglicherweise andere eigene Realitäten zu einem anderen Zeitpunkt. Einige glauben, dass sie unsere Sammlung gewandter Materialien auf das Haus auswirkt und die Grenzbereiche anzieht. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Grenzbereiche nicht permanent sind. Mit der Zeit wird sich ihre Frequenz ändern. Einige glauben, dass die Erde selbst nur ein weiterer Grenzbereich ist, der mit dem Grenzbereich verbunden ist und Wurzeln in einer anderen Realität hat. Diese Theorie mag unmöglich zu widerlegen sein. Versucht jedoch, was auch immer in allen, die davon erfahren, sie wird daher aktiv abgelehnt. Vollständiger Bericht in Akte 505, 1881. Interessant. Featuring BlackRock Processing. Power Plant. Ja, Power Plant waren wir ja schon. Naja, und ich würde mal sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Lass ein Like da, lass ein Abo da, lass einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank nochmals und ciao.